Am Schweriner Schloss wurde am Morgen des 19. Januars die 1897 errichtete Drehbrücke in Gang gesetzt. Grund dafür war die Überführung eines Pontons im Schweriner Burgsee. Bevor die Brücke gedreht werden konnte, musste das Boot vorerst noch ein Stück zurückgesetzt werden, um der Brücke Platz zu machen. Dann war es soweit. Die Brücke, die nur sehr selten gedreht wird, setzte sich in Bewegung. Dazu drehte ein Wärter eine Kurbel per Hand. Der Brückenträger wird dann aus seinen Ruhelagern gehoben und bewegt sich auf dem zentralen Lager, dem sogenannten Königsstuhl. Die Lenné-Straße zwischen Schloss und Schlossgarten war zu dieser Zeit unterbrochen. Von dem Ponton aus sollen unterhalb der Lenné-Straße Sondierungen entlang der Kaimauer vorgenommen werden.